dann massenhaft herstellen. Ja, Das ist sehr gut. Ja. So, in der Zeit könnte ich noch mal was trinken. Ich glaube, ich muss gleich mal zum runter zum Wasser. Das ist ich habe früher schon gesoffen. Ja, du hast ja das ja wahrscheinlich auch schon eingeflößt, da. Ja. Und voll gemacht. Ich natürlich nicht. Was für ein Profi. Hey, bleib stehen, hab ich gesagt. Du fährst viel. Das Schöne ist, dass du hier nicht so ein Crafting Speed hast wie bei Ark. Oh ja. Also du kannst hier bauen und trotzdem rennen, das ist ganz gut. Ich bin eine Stufe aufgestiegen vom Laufen. Hey, was würden das doofe Antilopen hier von mir? Am Arsch. Komm her, du Mistvogel. Hui. Hatte. Tja, mein Freund. Autsch. Du doofes Mistvieh. So. Manches ist auf Deutsch und manches auf Englisch. Wie kommt das? Keine Ahnung, das ist bei mir aber. Hast du da gerade Richtung Wasser? Ja, ich brauche Wasser. Ah, okay. Mein Fläschchen ist leer. Ihr habt da gerade einen Kopf ab. Was? Einen Kopf beschaffen? Hilfe. Ja, du musst da dann so ein Tier mit dem. Ja, mit, so der, mit dem Beil da irgendwie und dann. So. Ja, ja. Also. Mir fällt mal auf, ich trage hier auf der 7, glaube ich, gerade irgendwie was für ein Müll mit mir rum. Irgendwie ein Arm oder ein Bein von mir. Von meiner Leiche. Du dich auf den Arm. So. Ja, Wasser wäre gut, am besten ohne Hyänen, bitte. Oh, oh. Ja, ja, halt dich doch fest, du blöde Nuss. Mann, ist die doof. So, erstmal trinken, das ist gut. Und einmal auffüllen. Das war natürlich nicht so gut. Warte. Muss ich da weiter rein? Sehr gut, okay. Schnell wieder Schwert ziehen. Was lachst denn immer? So, ich finde das so lustig. Was denn? Man kann, wenn Tiere angreifen, die kann man ja treten. Das ja. So, ey, was will der jetzt? Der doofe Buck da. Wenn man die treten kann, ich finde das so lustig. Ja, das ist schon ganz geil, das stimmt. Oh. So, drück die Daumen, dass dieses Riesenkoko mich hier nicht anpackt, weil ich bring nochmal Holz mit. Okay, du bringst Holz, ich klopf Stein. Sehr gut. Ich wie klopf. Im Knast. Oh, oh. Wie im Knast. Kannst du Steine kloppen. Yeah. Sehr schön. Beste, wo gibt. So, ich habe aber auch schon jede Menge Baumaterial im Gepäck. Aber ich habe kaum Gewicht. Sehr gut. Ja. Dann brauche ich das diesmal ja gar nicht so doll Skill. Es sei denn, du stellst das am Server wieder um. Nein, ich sag also, das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen umstellen wäre, ist, dass man wegen einem Level, aber ich glaube, die XP ja. Nicht. Ja, wie gesagt, so schnell geht es jetzt auch wieder nicht. Wenn du noch ein höheres Level bist, dann. Ja, dann hast du nämlich ein Problem, da hast du recht. Und am Anfang ist das auch gar nicht so schlecht. Ich meine, den Anfang kennen wir alle. Bauen müssen wir trotzdem. Mhm. Überleben. Das einzig Schöne ist, dass es hier keine Raptoren gibt, die dich einfach mal hinten rum. Ja. Umnieden, wenn du gerade spawnst oder so. Mhm. Gefällt mir gut. Oh, dafür viel. Ja, gut, aber die hast du ja nicht gleich am Anfang, das ist schon mal gut. Ja, das stimmt. Wenn ich jetzt mittlerweile mal überlege, wie lange ich auf der anderen Seite, ich sehe dieses Riesengruppe, bleib ganz lass ruhig. Es, wo es ist. Warum denn? Ich dachte, ich bring's mit. Nee. Es bewegt sich ganz langsam in meine Richtung und ist ein schweinelangsames Mistvieh. Ich muss los. Ich bin dann weg. Ja, tschüss. Genau. Oh Gott. Lass das Krokus her, bitte, danke. Das eine Mal, ich weiß gar nicht, das habe ich glaube ich im lokalen Let's Play nur erzählt, wollte ich hier runter zu den Gazellen da und Holz und Steine farmen und renn so durch die Büsche und stehe direkt vor seiner Nase. Schön. Ich denke, was machst du ja, hier das oben? Das war auf einmal einfach hier oben und ich, ach du Scheiße, und ich habe so lange daran gekämpft. Tag. Ja. Und dabei habe ich so lange dran gekämpft. Mhm. Alter. Trotzdem gestorben. Nee. Ich hab's dann erledigt und ja, das war okay so. So, ich baue mal erstmal eine Tür ein. Das wäre doch eine super Idee. Hauptsache, wir haben schon mal eine Tür. Yay, fertig. Cool. Ich sehe da hinten nur Bäume fliegen. Ja, das sehr gut. Und irgendwer verbellt rum und hockt in unseren Bäumen hier. Das bin ich. So, hier haben wir nochmal Fenster. Ist auch gut. Cool. Ich kann die Tür ja auch schon einbauen. Ja. Könnte ich machen. Hallo Bock.
daneben. Ich hab, lauf, da, lauf. Ich hab da eben gesagt, ich habe so ein komisches Bein oder einen Arm von mir. Mhm. Und das liegt auf der 7 und ich habe jetzt gerade auf der, wollte auf die 6 drücken wegen der Tür und drück auf die 7, jetzt hat sie ein Bein im, in der Hand. Wie scheiße das aussieht, echt. Ja. Damit kann man wem erschlagen. Makaber. Ist ja auch geil. Jetzt hat sie das wieder im Arm. Jetzt reicht's mir, warte mal. Ist ja geil. Das hab ich noch nie gesehen. Komm hier, leg das mal ab. So. Warte, ist das. Warte mal, ist da. Na, das ist weiter oben. Das ist. Lumpf, da oben irgendwo kurz vorm Übergang zum Winterbiom auf Deutsch gesagt. Da laufen jetzt so komische Krabbelviecher, die ausschauen wie Mantis. Hast du schon mal gesehen? Nee, aber so. Nee. So was ähnliches, so Riesenfliegen irgendwie, okay. Keine Ahnung. Also die sind. Die sind. Ja. Boah, ich glaube, ihr bleibt auch wieder kommen. Ah, die werden wir doch hoffentlich auch noch sehen. Oder so. 46 oder so? Echt? Ja, war ich. Und zwar Hedwig. Okay. Die sind aua? Ja, sehr, sehr aua. Wie doof sie ist. Nein. So. Vielleicht kann ich dir jetzt eine dafür. Ich habe ein Horn gefunden. Ein Horn. Der Gehörnte. Das ist schlecht. Tut mir sehr leid für dich. Nein, ich habe nur ein Horn gefunden, also bin ich ein Einhorn. So. Mal gucken, was ich noch habe. Unsere. Ach, das sind die Pleitegeier über unserer Behausung. Aha, so, ja, die Wahnsinnigen da. Mhm. So, mein Lieber, ich brauche Steine, wie ist? Momento. Ich tu das mal da rein, hier alles, das ganze Zeug, das da rein. Ja, Aloy. Ja, in der Kiste ist glaube ich jetzt ein bisschen wieder was drin. Leder habe ich bei dir mit reingeschmissen. Ich habe auch noch ein Stück Wildfleisch. Schmeiß ich mal ins Feuer. Ach ja, ich hab da ja noch jede Menge. Ja, wäre gut, wenn wir das braten. Ah, sehr gut. Das sieht gut aus, dann kann ich... Das wieder... ist auf Englisch, warum ist das jetzt auch wieder auf Englisch? Du musst mich sowas nicht fragen. Deswegen sage ich ja, das eine ist Englisch, das andere auf Deutsch. Ja, ich kapier's nicht. Ist ja egal. Macht ja auch nichts, wir wissen ja, was los ist. Ja. Genau so. Tada! Wenigstens kann man jetzt die Stacks aufteilen. So, wir machen jetzt... Wochen weniger. Wir machen mal zwei hoch, wa? Ja, würde ich schon. Ja, weil ich habe bei meinem ersten... Ja. Habe ich jetzt einen hoch und das ist so blöd. Mhm. Weil das ist Herr Baumeister, ein bisschen... ich habe ein Problem. Was ist los? Sie kommen nicht in die Tür. Mach mal die Tür auf. Echt jetzt? Mach mal die Tür auf. Mach mal auf. Auto schließen. Hast du sowas? Nee, mach mal auf und nur mal die Tür aus und komm mal kurz raus. Ja, warte. Wie schwer. Sehen Sie das? Ich kann nicht hoch. Ja, nee, da kommt noch eine Treppe ran. Darf ich die erst lernen? Nö. Warum nicht? Weil... Nicht lustig, aber funny. Da kommt noch eine Treppe ran, aber die muss ich erst lernen. Moment. Die Kunden, die glaube ich schön. Springen hält absolut fit. Gott, wie wäre? Echt gut. Okay, ich kann Treppen bauen. Ja, dann bau doch mal eine. Was machst du denn so lange? Ich brauche Steine und Bauzeug. Und warte, hab ich noch Steine? Warte. Na, hab ich noch. Warte doch, ich hab noch genug da, bitteschön. Ja? So viel? Ja, ich hab jetzt die Bauschlange erstmal unterbrochen, aber ich kann da auch selber Steine holen. Ich muss ja nicht alles. Oh. Was hat er? Ja, wenn man nur einen Stein raus, ist das schwer. Jetzt sag nicht, ich hab hier nur einen Stein. Nö. Wenn man aus der Kiste ins Inventar das man zieht, deswegen mal nicht. So, kann ich die wieder haben? Ja. Dann machen wir das so. Brauch noch ein paar von den Wänden. Ah, ich habe eine Treppe. Guck mal, ich komme hier rein und rauf und runter und so. Schön für dich. Warum liegt da ein Steinschwert drin? Warum hab... Ja, weil das war mein erstes. Ach so. Brauche ich nicht. Ich habe jetzt ein doppeltes. Okay. Weißt du Bescheid? Wo ist denn da? Okay,
Zwirren. So. So, schaffe, schaffe, Häusle baue. Mhm. Sehr gut. So, der baut doch ganz. Also, das ist ja wie abgepasst. Ja, sowas. Schön, oder? Das habe ich so gut gemacht, finde ich. Ja, toll. Bekommst du einen Keks. Stolz auf mich. Ja, bitte. Aber nur originalen Oreo. Ja, und jetzt brauchst du wieder Steine. Okay, ich gehe Steine holen. Aber ringsum sind wir schon mal sicher. Jo. Nur oben drüber noch nicht. Ich arbeite drin. Ja, so. Wir sollten eventuell, wenn du mal ins Inventar schaust, gell, bei dir, ja, unter deinem Charakter, da steigt etwas. Die Säuberung, hast du die aktiviert? Ja. Ich hab doch gar nichts mehr getan. Es ist jetzt also nicht es, es könnte sein, dass wir Besuch bekommen. Ach du Scheiße. Warte mal ganz kurz. Ich brauche ein bisschen Vitalität. Hab ich. Und dann sollten wir vielleicht mal schauen. Dass wir irgendwie. Warte mal, das kann ja normalerweise. Aber. Oink. Serveroptionen. Säuberung? Deaktiviert. Oh, danke. Aber zumindest erstmal, wir können die auf jeden Fall unbedingt wieder einbauen. Das ist nicht das Problem und das macht auch echt Laune. Ja, ja, klar. Aber ey, wir haben aber keine Defense, nix, die überrollen uns. Und dann ist wieder alles kaputt. Ja. Nee, die können wir später wieder aktivieren. Auf jeden Fall. Oder? Mhm. Ich hab noch gar nicht drauf geachtet. Ah ja, jetzt ist sie deaktiviert. Sehr gut. Ja, wir denken, was steigt unten? Die habe ich noch gar nicht beachtet, ey. Dann auch die Scheiße. Hab ich schon verdient, mich irgendwie umkriegt? Nö. Nein. So, Stände beschwert. Ja, da unten vor allen Dingen die Verderbnis ist auch gut. Mhm. Das wäre mehr neu. Ist richtig. Was wir auf jeden Fall, bevor wir dieses Let's Play irgendwie für Ark oder sonst was unterbrechen, was wir auf jeden Fall machen sollten, ist, ich will Conan treffen. Conan treffen? Ja. Ach ja, der ist auch da. Der ist auch da. Und ich habe den im in meinem Solo-Let's Play jetzt noch nicht. Ich wollte eigentlich zu der Stadt. Mhm. Und bin irgendwie mittendrin abgestorben, weil ich da nicht rüberkam. Ja, scheiße. Und, weiß ich. Das ist ein Loch. Auch nicht, aber den würde ich gerne, ja. Jo, warum nicht? Noch dringend mitnehmen. Die Hyäne drüben ist einfach am schärfsten. Die backt doch schon. Die backt doch rum? Doin, doin, doin. Alter, das ist aber geil, ja. Geil, oder? Ich weiß einfach, warum meine Kaktusbohrer heißt, glaub mal. Ja. Die sind alle bestimmt. Ja, die Hyänen haben es einfach so dieses, ich bin einfach doof. Sorry. Ja, die sind der Hammer, oder nicht? Herrlich. Mega geil. Herrlich. Aber wart mal ab, bis wir uns die richtige holen. Mhm. Das wird schon klasse. Ja, wie gesagt, also mit den Tieren holen und so weiter, mit denen habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Echt überhaupt nicht? Boah. Nee. Ja, du brauchst ja eigentlich nur einsammeln, so. Und dann brauchst du diesen Tierpferd. Hm? Und dann gibt's für die so eine Reihe in ihrem Inventar, so eine Reihe, wo du siehst, was sie am liebsten fressen. Und man kann natürlich auch so schattengewürztes Fleisch herstellen. Hm? Da muss man aber Level, weiß ich, was sein. Wir haben eine Hyäne im Lager. Ja, natürlich. Mistviech. Und ja, die kommen leider öfter von unten hoch. Das ist auch so ein Ding. Wir müssen uns da echt eine Defense aufbauen. Hm. Auch so geht uns vieles Fleisch aus. Ja. Und ja, wir müssen gleich mal lagen. Jagen gehen, lagen. Ja, hier sind ja dicke Zellen. Also eigentlich ist das hier ein super Standpunkt. Du hast wirklich alles, was du brauchst. Nur im Moment, glaube ich, laufen uns die Gazellen noch weg. Naja. Muss der den nehmen, die was angreifen. Ja, die Gazellen greifen nichts an. Na, aber die Kudu. Ach, der Dicke da. Ja, genau. Der Dicke schon wieder. Der Papa. Der Papa, bitte. Den machen wir weg. Mach das weg. Ja. Keine Ausdauer, aber dann auch sonst. Mhm. Aber sie hat Wasser geholt. Oh, ich kann was trinken. Und ich habe noch 10 Käfer. Warte, warte. Toll. Mhm. Gut gegen Hunger. Zu Anfang sind die super. Also was ist das da oben eigentlich für eine doofe Höhle? Wieso leuchtet die rot? Was?
Ja, das leuchtet da oben irgendwie rot. Es ist die Sonne, die untergeht, mein Freund. Ach so. Ist klar bei dir, oder? Ja, auf sowas achte ich immer nicht. Auf sowas achte ich gar nicht. Hm? Nö. So, da ja, stelle ich erstmal 10 her. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir das Dach irgendwie zukriegen. Ja, mal gucken, ob ich das Dach wenigstens irgendwie zukriege. Ich weiß gar nicht, ich brauche bestimmt mehr wie 10. Hm? Keine Ahnung. Ich weiß aber nicht, wie. Autsch, wieder gebrochen. Also die Sternwerkzeuge, die sind richtig doll. Mega, oder? Mm, ein Träumchen. Am Steinklopfen kaputt. Ja, ich liebe das auch. Vielleicht lasse ich sie erstmal bauen, das dauert sehr, sehr lange. Mhm. Und guck mir die Sterne an. Kann man den Mond hier auch so sehen? Ich sehe gerade mal gar nichts. Ne, es wird ja auch erst dunkel. Vielleicht ist der Mond auch noch gar nicht da. Keine. Orientierung verloren. Okay, doch. Ach, da ist die viereckige. Der viereckige Würfel noch. Der viereckige Würfel. So, wenn du mal sowas wie einen runden Würfel findest, dann kannst du Bescheid sagen. Gefunden. Ah, okay, das ist relativ viel Zeug. So, es ist gleich ziemlich dunkel hier. Vielleicht sollte einer von uns eine Wandfackel oder sowas gleich mal lernen. Aber fuck, eine normale Fackel irgendwie in einer Kiste. Ja gut, aber ich meine jetzt fürs Häusle. Ja. Wenn man irgendwo von irgendjemandem einen getrennten Arm mitnimmt und dann daran eine Fackel passt, gibt man einen Armleuchter. Das wäre so geil. Da würde ich das ganze Haus mit bestimmen. Jo. Mit Armleuchtern. Wie geil. Ja, würde auch zu heute passen. Okay. Heute schön Halloween, gib in die Kante. Ja, super. Wir machen die Hütte voller Armleuchter. Klar. So, dann bau das letzte Ding auch noch. Wir haben da ein Loch im Haus. So. Yay! Okay, jetzt schau mal auf deine Punkte, was du vergeben kannst, gell? Also, ich habe jetzt gerade 30 Punkte gehabt. So, mal gucken. Pass auf. Ich habe 25, naja. Okay. So, Fackelträger. Möbelmacher. Nö, den. Die Fackel. Ja, Möbelmacher kannst du gern machen, aber. Die Wandfackel. Erstmal brauche ich eine ganze. Wo ist denn das? Überleben wahrscheinlich, ne? Fackel. Bettenbauer nehme ich auch noch mal mit. Wo waren das hin? Ich kann schon die Forge. Echt? Ja. Ich kann Armleuchter. Glaube ich. Ja, aber dann bau mal Forge. Ich muss zuerst mal. So, oh Gott. Dings, ja. So. Steine kloppen ist wieder. Das mach ich. Ist wieder Steine kloppen angesagt, wa? Nee. So, Werkbank. Die nehme ich mal. Hast du zufälligerweise irgendwie Seide? Nee. Die kannst du ja nur durch die Spinnen kriegen, oder? Oder looten halt. Ja, die, wenn du die Spinnen hinten tötest, was jetzt natürlich echt vielleicht noch ein bisschen hart ist, müsstest du die wenn du die mit der Sichel aberntest, dann kriegst du Seil, also so Spinnenfäden, daraus kannst du Seil machen. Oder später machen lassen. Ist auch sehr geil. So. Werkbank. Pass auf, es geht los. Cool. Achtung. Bams. Oh, ja, hast du Fragen? Achso, doch. Voll schief hingestellt. Hast du toll gemacht, Black Sword. Sehr gut. Ja. So, und wir können, du kannst kissen. Was kann ich kissen? Ja, und kissen. Schalen und tralala und Tische und bla, was da noch alles zukommt. Voll gut. Ja. Voll gut. So, ich mach uns erstmal Licht in der Hütte. Pass mal auf. Ja, mach mal. Mach ich. Ach, hier sind die ganzen Fackeln. Ich hab mich schon gewundert. Ich denke, ich habe viel mehr gebaut. Ist das dein Ernst? Boss! Nein, nein, hier die Fackelkacke. Fackelkacke. Na, da war ich schon. So, kann ich die stacken? Ja, kann ich. Nö. Wie gut ist das? Deine Fackel war dann schon mal hinfällig. Es wird Tag, ich gehe Steine kloppen. Gut. Ja, die Fackeln brauchen ja Gott sei Dank. Ich komme nicht raus. Brauchen ja Gott sei Dank kein Brennstoff. Ja, ich brauche auch keinen Mensch. Einfach mal. Nee, hallo, Hyäne! Hier schon wieder auf uns herum. Das doofe Vieh.
So. Okay. Wir sind noch zwei. Das braucht. So, ich leuchte die Hütte aus. Okay. Hyäne ist tot. So, wir sollten genug Licht haben. Kann ich das Ding hier nochmal aufnehmen? Nö. Doch. Das ist gut. Ich habe die Werkbank doch ziemlich schief hingestellt, ne? Wände machen mit ordentlich hier. Mhm. Also bitte. Symmetrie. Ja, nicht nur das. Einfach mal hallo. Verschwendet man nicht so viel Platz hier krumm und schief wie bei den Chaoten. Wird aber zu uns passen. Ja. Allerdings. Okay. Das wäre die Werkbank. Kann ich noch irgendwas? Mal gucken, was ich hier alles lernen kann. Pass mal auf. Jede Menge. Ich habe noch 21 Autsch. Punkte. Da geht doch noch was. Ja, ich auch. So, dann haben wir schon mal das erste Wheel of Pain. Was sagst du? Das habe ich auch schon gelernt. Mhm. Ich dachte, ich mache mal was Gutes. Ja. Ja. So, Attribute ist nicht Talent. Das habe ich, das habe ich. Kesselflicker, ja klar. Ja, ah, ich wollte eigentlich Steine kloppen gehen. Aber da ist mir irgendwie die Hyäne dazwischen gekommen. Die Hyäne. Ja. Kerzenmacher. Die brauchen wir nicht machen. Denn der Kerzenmacher, die Loot ist so nachher ohne Ende, die ganzen Kerzen. Ja, ich weiß ja. Das ist so Eisen nicht so schlecht. Gerber. Ja, immer als wie war da irgendwo eine Spinne oder irgendwas. Keine Ahnung, was das sein soll. Eine Spinne? Das ist die Geier. Ja. Du hast sie doof quietschen. Warum kann ich das nicht lernen, was sie los? Schalt das frei. Hängst du oder was ist? Habe ich einen Leck? Weiß ich nicht. So, jetzt habe ich das. Mann! Ja, warum nicht? Ja, weiß ich auch noch nicht. Kloppen auf deine Kloppen. So, ich habe noch 5 Dinger. Ja, ich bin der Bekloppte. Und ich kann den ersten Tierpferch. Was sagst du denn dazu? Was? Ja. Tschüss. Ja, du könntest dich mehr auf die Rüstung und Waffen konzentrieren, wenn du magst. Ich bin schon am Steinefarmen für die Forge. Mhm. Na, ich meine beim Freischalten nachher. Ach so, ja. Ja, wie gesagt, also den... Ja, wir brauchen ja nicht beides lernen, das ist ja Quatsch. Nee, nee. Ich sag, warte mal, Bau, Waffen. Waffen habe ich ja schon, das Eisenbreitschwert und das Kurzschwert. Rüstung, wo ist das da? Den Weber und den Rüstungsmacher habe ich auch schon. Okay. Den Weber habe ich auch schon. Ja, was? Guck. Tschüss. Doofi. Ich komme ja nicht wieder raus hier. So. Zack. Bist du zu groß für die Tür? Nein, Aus dem Menü komme ich immer nicht raus. Ach so. So, wir haben jetzt eine schöne Feuerstelle. Toll. Oder? Toll. Ja, ich finde auch. Kriegt das ganze Holz da rein. Hier, nimm die Äste oder was weiß ich. Ja, so irgendwas. Ach, du hast da schon richtig Fleisch gemacht, Digga. Voll gut. Ja, ich sag ja, das ist die Standard-Hyäne bei uns. Sehr gut. Die Reinkarnation. Hyänenfutter. Ich muss nämlich mal was essen. Ich fress das ganze Wildfleisch auf. Was dann auch und Stack engsteckt. Ach ja, jetzt weiß ich, warum wir vom Gewicht her nicht so wirklich was dazu legen. Wir haben ja die Stacking-Mod drauf. Ja, richtig, was auch sehr gut ist. Ja, ich sag's, das Club fast 200 Schaden und bist. Ich kann nicht mehr laufen. Oder nur noch sehr eingebremst. Das stimmt. Also die Betten brauchen alle 18 Leder. Wir haben nur 14, wir brauchen. Ich hab auch den Inventar. Das ist gut. So. Werkbank eines Zimmermanns. Braucht wieder Stein und Holz. Mhm. Hier sind ja noch Steine und Holz und so. Vielleicht reicht es ja. Auf zu, was ist hier los? Dun. Echt? So, ich sortiere mal ein bisschen rum. Mhm. Ja, das können wir noch machen. Okay, ein bisschen viel. 30 Steine nur. So, hier ist alles
zusammengeklopft. Hier ist auch noch was. Mal gucken. Werkbank eines Zimmermanns. Ah, geht sogar. Sehr gut, die haben wir auch. Okay. Und bam, bam, bam. Wir haben gleich mal eine Forge. Sehr geil. Und die lassen wir draußen, ne? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Also das ist das Einzige, was ich bei Code und Anführungszeichen bemängeln kann. Die Werkbank, das zeigt, das ist riesengroß. Ja, aber das ist ja nicht bemängelt, also, das ist total gut. Ja, du übersiegst sie nicht. Das ist richtig. Ja, aber die sehen dann auch dementsprechend aus und nicht so scheiße. Ja, das hat ja, auf alle Fälle was, also mir gefällt das sehr gut. Mhm. Die ist zu groß. Also du musst die Tufse, ich hab grad die Werkbank des Zimmermanns, die passt nicht in die Ecke, die ist zu groß. Nein, das gefällt mir gut. So, zack. Dann kommt die halt in eine andere Ecke, das ist mir doch egal. So, was können wir da bauen? Ja, Futterkrippe und Tierpferch und. Ja, sehr geil. Autsch. Boah, die brechen ihn. Ja, das kommt sehr gut. So. Was rote Käfer, von Kaktus, na toll. Ja, die sind für Farbe oder so. Ach so, das heißt Inventarverbrauch. Ja, eigentlich schon. Ich glaube, die kann man nicht mal essen. Nö, keine Ahnung. Also die kannst du nachher, wenn du Bock hast, zum Färben oder so. Falsch, ganz falsch. Was machst du da? Ich laufe. Ich bin falsch abgebogen. Ironbound Brick. Und wir sollten bitten, technisch. Ja, ich bin gleich erstmal am. Da hinten liegt die Hyäne ganz cool rum. Da guckt ihr das an, das ist viel. Geht's noch oder was? Komm mal her, du Körner. Spacko. Komm, steh auf, wenn ich mit dir rede. Wen schon? Ja, das ist Dedi, was ich früher schon. Oh, die sind überhaupt kein Thema mehr. Wie gut ist das? Nö. Sehr geil. Wir haben übrigens die Forge. Steht. Okay, die Gerberei wäre als nächstes nicht schlecht. Mhm. Damit wir Leder machen können aus dem ganzen Fell, was du hier schon gesammelt hast. Ein bisschen. Ja, das ist okay. Ein bisschen was. Ich sammle das Eisen zusammen. Und schmeiß das in die Forge. Soll ich Leder mitbringen? Beziehungsweise, ich wäre schon wieder nicht Hyäne. Kannst du auch, nur aus dem Hyänenfell kannst du ja nachher auch selber Leder herstellen. Und aber das geht nur mit der Gerberei. Aber hatte ich die nicht auch gelernt? Ich guck mal ganz kurz. Warte mal. Hatte ich die nicht auch gelernt? Doch, da ist sie doch. Holz. Holz, Rinde und Steine. Naja. Rinde haben wir. So, jetzt reicht's mir. Rinde haben wir ganze 9. Nee, ein bisschen mehr. Dreimal Huyane. So, wie viel brauchte ich jetzt? Rinde habe ich auch genug. Also Holz und Stein, wie gehabt, auf geht's. Oh. Ja, ja. Ach, macht das Spaß. Ich liebe dieses Spiel. Ja. Echt. Und geil ist, ich brauch's nicht mehr alleine zocken. Yeah. Alleine zocken ist eine Sache. Also es macht schon auch Spaß, so ist es nicht. Ja, klar. Aber ist was anderes und auf die Dauer. Und wenn du merkst, du kommst alleine ohne was weiß ich was nicht weiter und... Hab ich gedacht. Das ist, dann, ja. Ist eine gute Idee so. Klar. Auf jeden Fall. Landet bei dir gerade ein Hubschrauber, oder? Ja, ja. Ja, ja, leider. Nee, nee. Dein Taxi da, oder? Tut mir leid, ich muss jetzt los. Ich werde abgeholt. Was ich bei Conan auch geil finde, ist, wenn du die Werkzeuge oder so wechselst. Die Animation dazu, das ist einfach das super, oder? Das ist richtig geil. Oh, die haben sich echt Mühe gegeben. Ich mag das total. Total, ja. Und man steht auch nicht so blöde wie bei... Entschuldigung, wie bei Ark, dass der nur die Hand bewegt, sondern der ganze Körper geht mit so, wenn der Holz hackt und so. Ja, das ist... Das ist sehr viel geiler. Oh ja. Also optisch, ne, für mich so. Ja, ich finde das super. Also das gefällt mir. Ich sag, als du mir seit dem Ark auf dieses Level bringen, das war schon... Ja, aber jetzt das ist schon echt krass geil, ne? Ja, klar. Unbedingt.